Und damit sind wir wieder zurück und wir werden gerade wieder angegriffen. Scheiß Raketenkunden, Alter. Oh, da hinten ist ein Auto. Jetzt muss man ein Auto jagen. Okay, die haben wir erstmal. Was war das jetzt bitte? Was sind das? Der Gegner von der Bat? Guck mal, hast du gesehen? Krass, die einfach aussieht, dieses Teil. So, jetzt müssen wir da nochmal hin. Nochmal 400 Meter in die Richtung. Unsere Bat brennt schon, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich einfach bloß ein Düsenantrieb. Guck mal da. Kommt noch eins, so ein Magnetauto. Sehen so ein bisschen aus wie bei Fast and Furious 6. Kannst du bitte runterfliegen? Kannst du bitte runter... Hallo. Och, wie... Hilfe, wie soll... Och, Hilfe, Polizei. Also das übertrifft ja alles bisher Dagewesene. An Steuerung. Wir fahren einfach. Können wir über die Straße fahren? Die... Halloumis, die... Hallo. Och man, jetzt hänge ich an der Straßenlaterne fest. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo. So, jetzt. Du kannst doch mal bitte... Ich muss in der Steuerung noch was tun können. Ey, das muss doch möglich sein. Oh, hallo, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das bitte für eine katastrophale, megamäßig schlechte Steuerung? Hilfe! Junge, 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 was ist das da oben? Jetzt haben sie uns wieder abgeschossen. Irgendwas war das da jetzt gerade wieder. Die hat einen Wende. Ach komm, hör mir auf. Hör mir auf. So, das war der letzte Kanister. Wir müssen Crane finden, bevor er nochmal sowas versucht. Sprich mit Officer Blake. Seine Spione sind über die ganze Stadt verteilt. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann sie. Dann werden wir Officer Blake mal aufsuchen. Ich kümmere mich darum. Junge, Junge, jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwas in den Einstellungen tun können. Tech Shop war es nicht, aber. Nee, können wir nicht. Fahrzeug. So. Das ist die Bad Handling. Wir haben zwei Erfahrungspunkte. Bad Bewaffnung. Bad Panzerung. Bad Tempo. Bad Signal. Das kostet Geld. Das können wir uns aber übrigens leisten. Täuschkörper. Jetzt machen wir tatsächlich mal. Wir haben ja Punkte. Aktiviert am Level 36, das dauert noch ein bisschen. Und bevor wir die... Na, wir werden sehen, ob wir sie verlieren irgendwann. Batman, it's Blake. So, Batman, hier Blake. Ich habe hier einen möglichen Hinweis auf Cranes Aufenthaltsort. Erzähl mal, los. Schieß los. Einer meiner Männer hat beobachtet, wie Crane und ein Panzerschlägertyp mit einem Boot in Richtung Hafenpolizei unterwegs waren. Die Wache befindet sich auf einer Insel, die knapp 100 Meter vor der Stadt liegt. Seit Bane hier das Sagen hat, ist sie verlassen. Ein perfektes Versteck für einen Irren wie Crane. Fortschritt gespeichert. Da gehen wir doch mal. So. Jetzt. Das weiß ich natürlich nicht. Haben wir jetzt unsere Bad... Warte, halt! Ist sie da drin? Du solltest in die andere Richtung fliegen. Ach. Ist sie da drin? Ist das vielleicht... das Parkhaus? Jawohl. Genau. Das heißt, wir nehmen die jetzt mit. Und dann fliegen wir einfach mal dahin. Naja, ich will mich jetzt nicht um Gangster kümmern. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt mal Bad fliegen. So. Ich hab's Handling immerhin verbessert. Damit sollte ich in der Lage sein, jetzt besser zu fliegen. Schärfe eine Bombe will ich nicht. Ich will jetzt dahin. Zu der Insel.
Guck mal, jetzt brennt sie auch gar nicht hinten raus, also war das vielleicht doch nicht der Düsenantrieb, sondern das war Tatsache, die war schon verletzt, die Bad. So, die Fledermaus. Aber warum lenkt der denn bitte verkehrt rum? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ehrlich mal. Hier ist Handlungsbedarf. Ich muss wahrscheinlich die X-Achse invertieren irgendwie. So, Polizeihauptquartier. Wirst du von bewaffneten Feinden anvisiert, rolle dich weg, um ihren Schüssen auszuweichen. Scheiße, Schüsse hier. Kennt mir alle mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Black, ich habe das Polizeirevier erreicht. Cranes Männer sind überall. Ich benötige alle Infos über den Gebäudekomplex. Es gibt einige Hauptgebäude, in denen sie sich verstecken könnten. Das Revier selbst und den Vorpark. Wenn sich Crane auf der Insel befindet, bla bla. Nur einige Leute, die wir uns im Saal gefeiert haben, haben gemeldet, dass andere Geiseln, die mit ihnen zusammen gefangen gehalten wurden, noch nicht wieder aufgetaucht sind. Ich wette, dass sie da drin sind. Wenn du glaubst, dass es hilft, kann ich ein paar Leute zusammenkommen und die Cranes Crew ablenken. Nein, Cranes Leute haben die Insel vollständig abgeriegelt. Der Leute hätten keine Chance. Achso, guck mal, hast du gesehen? Einer zack, erschossen. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Die Insel ist übersät mit Überwachungskameras. Boah, sie hängen in einem eigenen Generator. Wahrscheinlich funktionieren sie deshalb doch. Das heißt also quasi, wir werden jetzt Kameras ausschalten müssen. Schau mal. Um Himmels Willen. Jetzt stehe ich hier mittendrin. Guck mal, ich stehe hier mittendrin. Ich bin hier gelandet, einfach so, mitten drin. So, zack, der erste ist schon unsichtbar geworden. Da unten ist ein Polizeiauto, wie es ausschaut. So, den kann man auch nicht hochziehen. Die Insel ist kamerabewacht. Jetzt gibt es dafür einen Generator. Das heißt, ich könnte jetzt mal versuchen, herauszufinden... 29 Meter unten. 25 Meter unten. Irgendwas ist doch da unten. Du Kunne! Das akzeptiere ich nicht, mein Freund, du elender, kleiner Lump. So. Wir müssen noch... Hier unten war doch gerade eben was. Wo ist das denn jetzt hin? Hint. Wo ist denn das hin? Genau, wo ist denn das hin? Wo ist denn das versteckt? So, ziehen wir uns mal den rüber. Irgendeiner hat da eine Knarre, keine Ahnung welcher, der da hinten dann auch da steht. So, jetzt komm, ab runter vom Haus. Ich würde die ja, wenn ich Batman wäre, alle vom Haus schubsen. Da hätte ich gleich meine Ruhe. Hier ist doch aber ein Ziel. Hier unten, 18 Meter. Da drin, alles klar. Das ist eine Geisel. Na, ganz geil. Jetzt sind wir in eine Falle gerannt. Und wir können den natürlich nicht blocken. Wir sind wieder mal voll Nubi am Start hier. Bam, babalamam, bum, bum. Elender, kleiner Drecksack. So. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das hier. So, du. Geh jetzt bitte nach Hause. So, Geiseln befreit eine von drei. Alles klar, da hinten ist noch eine. Dann sind überall Kameras. Die Kameras müssen wir ausschalten über irgendeinen Generator. Ich weiß selbst noch nicht so richtig. Oh, was leuchtet mich hier gerade an? Ja, bitte, genau. Alles klar. Alles, na, logisch. Scheiße, ey. Ich kann die... Also, ich muss herausfinden, wie ich die Kameras ausmache. So, jetzt gehen wir der ganzen Sache also nochmal ganz in Ruhe nach. Da hinten ist der erste blaue Punkt. Ja, hier unten. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Und verwurzeln hier so die ersten. Ich sehe, das grüne Licht ist von der Kamera. Alles klar. Gehen wir hier rein. Hier drin sind wir nicht. Kamera überwacht. Jetzt verwurzeln wir erstmal alle hier drin. Na,
Nein, das ist wieder Kamera, Kamera, Kamera! Ach, Batman. Du bist aber auch, du hörst schlecht, wirklich. Du hörst ja genauso wie ein toter Hund beißt, mein Freund. Du, die schubst dich gleich durchs Android, mein Freund. Kriegen wir es jetzt mal auf die Reihe hier. Aber das ist echt langweilig, ey. Das ist ja noch langweiliger als ein Hack-and-Slay-Spiel, ehrlich mal. Das ist doch ein Hubschrauber, der von oben durchs Dach leuchtet, oder? Und wo kommt denn das Licht her? Soll das eine kaputte Neonlampe, Neonröhre, Leuchtstoffröhre sein? So, jetzt haben wir also die erste Geisel ist schon mal hier, die haben wir schon am Start. So, jetzt haben wir, es müsste eigentlich die zweite sogar so sein, weil es hat ja vorhin gespeichert, rein theoretisch. So, aber jetzt muss ich gehen. Geiseln 2 von 3 befreit, genau. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da... von der Kamera nicht gesehen werden. Das Problem ist, dass ich nicht sehe, wo die Kameras hinstrahlen. Hinluminisieren. Ach ja. Ich bin so ein Vollidiot. Kannst mich mal, du Lump. Ich fliege jetzt einfach nach da drüben. Tschüss. Okay, da runter müssen wir noch. Was? Nein! Ach, Batman. Immer mit diesen komischen Aktionen bringst du hier alles durcheinander. Ach, das haben wir lange nicht gehabt. Eiskalt. So. Okay, erst mit dem mit der Knifte platt machen. Hallo, bevor er mich platt macht, bitte den mit dem Gewehr angreifen. Hallo, bitte den. Hallo! Na bitte. Ach, Junge, 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 Batman. Junge, Junge, Junge. Hier haben wir gleich die nächste Geisel noch frei und dann gucken wir mal weiter. 1, 2 und 3 und 4 und dann gibt's eine auf das Maul. Für die kleinen Lumpen, die hier denken, dass der Bane der Beste ist. So, danke für die Hilfe. Ab hier komme ich allein zurecht und dann verschwinde. Jetzt muss man da hoch. Hau ab hier. Ich will dich nicht mehr sehen hier. Junge, Junge, was? Ihr seid, müsst aber auch alle. Hauptsache mit dabei sein. Ganz vorne mit dabei sein. So, guck mal, was ist denn da drin? Ist das hier drin? Muss man hier rein? Hier ist eine Glastür offen. Das heißt, wir können bestimmt ins Büro gehen. 12 Meter. 11 Meter? Was wie jetzt? Alles klar, ist der Fußboden einfach mal so kaputt. Easy peasy. Falsche Richtung gelaufen, bestimmt. Auch nicht besser. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier durch Fenster wieder raus und dann hinten rum? Oder wie? Hier ist durch die Tür vielleicht hier durch? Macht mal wieder die Tür auf. Batman kann keine Türen aufmachen. Das ist ja... Batman muss ja immer irgendwie durch ein Loch im Dach oder durch irgendwo anders, durch irgendein Loch. Einfach eine Türe aufmachen, das kann Batman ja nicht. Oh, und er kann auch nicht hier runterhüpfen. Batman kann das nicht. Oh! Batman reizt mich nicht! Es darf doch wohl nicht wahr sein. So. Gut. Aber es ist eh schon wieder Zeit für eine Aufnahmepause bei uns. Wir finden einfach in der nächsten Folge raus, wo wir jetzt hin müssen. So ganz genau. Ich denke mal, wir werden aufs Dach müssen. Ich war zu weit unten, nehme ich mal an. Das heißt, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Ne, wir werden ja immer noch hoch müssen. Und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Ach du Scheiße. Alles klar. Batman hinterlässt wieder mal nur Verwüstung. Das ist das richtige Thumbnail-Bild mal wieder. Gut, ich sage dir also bis zum nächsten Mal. Tschüss.